wollen Sie das eh gerade entweder vorlesen oder nach oben projizieren. Ist denn der Stick schon angekommen vorne? Dann würden wir den jetzt kurz an die Wand werfen, bevor darüber abgestimmt wird. Das dauert jetzt ganz schön. Also ich bitte jetzt mal um einen kleinen Moment Geduld. Wir versuchen gerade, das mit der Technik hinzubekommen, dass wir den Antrag gleich hier sehen. Und dann können wir auch darüber abstimmen. Dankeschön. Nehmen Sie darauf, dass es so viele Geschäftsordnungsanträge gibt und er vermutet, dass wirklich viele auch vielleicht einfach noch mal kurz eine Einführung oder eine ganz kurze Aufklärung von einer halben Minute oder einer Minute über Geschäftsordnungsanträge, deren Art, Sinn und Form haben wollte, ob wir das machen sollen. Da werde ich dann gleich vielleicht die Versammlung noch mal fragen, wenn Sie wollen. Da erkläre ich noch mal grundsätzlich, was ein Geschäftsordnungsantrag genau ist, damit wir vielleicht die Fluss ein bisschen eindämmen. Jetzt. Die Abstimmung ist hier jetzt schon wichtig. Antragsinhalt oder Nicht-Antragsinhalt. Also geht es weiter, alle anderen Anträge zur Erweiterung der Tagesordnung durch Aufnahme weiterer Tagesordnungsberatungspunkte oder Verschiebung von TO-Punkten, Antragspunkt T1 und dieses bis 8 und 10 ist jetzt wieder handschriftlich durchgestrichen, sodass es heißt, noch einen GO-Antrag gestellt. Bevor Sie Abstimmung gesagt haben, dann müssen Sie auch den GO-Antrag machen. War der vorher? Nein, der Kollege hat vorhin schon, wir kommen zur Abstimmung gesagt und dann haben wir noch die Technik angerufen. Wir sind in der Abstimmung, da gibt es jetzt keinen GO-Antrag. Sie können jetzt nicht abstimmen hier, wir haben überhaupt noch keine Gegenrede richtig gehabt. Wir haben auch schon. Wer ist gegen den Antrag von Herrn Glaser? Wer enthält sich? Meiner Auffassung nach ist der Antrag angenommen, aber wir können eine Probe noch mal machen. Wer ist für? Stimmen jetzt zunächst über den Antrag ab, ob wir das Ganze elektronisch noch mal abstimmen. Sie haben das Wort nicht. Wir stimmen jetzt noch mal darüber ab, ob wir elektronisch abstimmen. Gibt es eine Gegenrede zunächst zu dem Antrag auf elektronische Abstimmung? Formal, da vorne auch persönlich, bitte sehr. Peter Münch, Landesverband Hessen, liebe Partei. Wir haben ja ein Gerät und eine Stimmkarte. Auch für die späteren Wahlgänge und auch nochmal zur Sicherheit und zum Überlegen, was ist was. Die Stimmkarte ist quasi Ihr Stimmzettel. Das Gerät ist die Wahlurne. Was heißen soll, Sie können, Entschuldigung, also Sie brauchen nicht zwangsläufig ein eigenes Gerät, Sie können sich auch ein Gerät mit Ihrem Sitznachbarn, mit Ihrer Ehefrau oder mit Ihren fünf Freunden, die um Sie herum sitzen, teilen. Also man kann die Karte in jedes Gerät reinstecken, es funktioniert aber nur einmal pro Wahlgang. Jeder, der ein eigenes hat, darf sich freuen, aber man kann es auch teilen. Sie nehmen jetzt also die Stimmkarte, schieben diese Stimmkarte in den Schlitz an der Seite und zwar so, dass natürlich der Chip im Gerät verschwindet. Wie bitte? Nach oben. Vorne oben. Also Herr Runge möchte Ihnen sagen, dass Sie den Chip, solange Sie die Karte einführen, noch sehen können, bis der Chip drin verschwindet. Er ist also auf der Oberseite der Karte. Also so sollte es aussehen. Und jetzt könnten wir mit Blick auf die Technik vielleicht die Abstimmung einblenden. Da ist kein Chip drauf. Ist auch interessant. Dann gehen Sie bitte unverzüglich zum Eingang und tauschen Sie die Karte. Sind Sie sicher? Also meine Hotelkarte sieht genauso aus. Und da ist auch kein Chip drauf. Ja. Gut, dann blendet ihr mal ein. Gut, Sie haben jetzt also die Möglichkeit, wie es eingeblendet ist, drei Möglichkeiten einzugeben. Eins für Ja, zwei für Nein und drei für Enthaltung. Das können Sie dann also mit Ziffer, mit der Zahleneingabe machen. Ich zeige Ihnen jetzt nicht, wie ich stimme, denn das ist ja geheim in Anführungszeichen. Also ich drücke jetzt auf eine der Zahlen. Ja, achso, genau, Entschuldigung, der Wahlgang ist noch nicht eröffnet, das war jetzt mein Fehler. Ich bitte die Technik, den Wahlgang zu eröffnen.
Damit ist der Wahlgang geöffnet. Sie können jetzt eine Zahl eingeben. Die sehen Sie dann oben im Display blinken und ein grünes Licht. Und wenn Sie dann auf die Eingabetaste drücken, die oberhalb der roten C-Taste ist, mit der könnten Sie jetzt theoretisch natürlich Ihre Wahl nochmal abändern. Wenn Sie jetzt darauf drücken, dann erscheint kurz ein rotes Licht, die Eingabeziffer im Display erlischt und Ihre Stimme ist abgegeben. Jetzt sehen wir oben rechts auf der Leinwand, wie die Zahl der eingegangenen Stimmen automatisch steigt. Warten Sie bitte noch einen Augenblick. Wir prüfen gleich nochmal, ich brauche da mal eine Rückmeldung von der Technik, warum es jetzt der eine Karte gab, die keinen Chip hat, aber ich glaube, das ist jetzt hat keine Auswirkung. Wie bitte? Also es wird gerade mir durchs Ohr geflüstert, dass der Herr offensichtlich vielleicht wirklich seine Hotelkarte genommen hat, weil es können nur Karten mit Chip im Urblau sein. Hat jemand noch eine Karte bekommen, die kein Chip-Symbol hat? Wie bitte? Versuchen Sie es bitte mal mit einem anderen Stimmgerät. Okay. Ja, genau. Also, Carsten? Oh, ich sehe gerade hier vorne, das Problem hat sich auch gelöst. Genau. Nach der Abstimmung darf kein Licht mehr leuchten. Ich halte jetzt nochmal mein abgestimmtes Gerät in Anführungszeichen in die Kamera. Ja, so sieht es dann aus, wenn abgestimmt wurde. Wie Sie sehen, neigt sich die Abstimmung dem Ende. Sie haben jetzt oben eine Zahl von 2770, knappe 80. Wir kommen ja auch noch zum Tagesordnungspunkt Mandatsprüfungskommission. Ich kann Ihnen aber sagen, dass sich diese Zahl, die wir jetzt sehen, im Groben mit dem deckt, was an Mitgliedern anwesend sind. Nach unserer Auffassung sind etwa über 3000 Mitglieder da. Entschuldigung. Ich habe hier einen Knopf im Ohr, ich habe ein Mikro und ich habe fünf Mann vor mir. Ich bin leider nicht multitaskingfähig. Ja. Ich füge hinzu, die Versammlungsleitung wird gerade darauf hingewiesen, dass einige Geräte nicht funktionieren. Die entsprechenden Personen werden sich jetzt alle am Eingangsbereich danach erkundigen, ob da eine andere Karte zum Beispiel reingesteckt werden kann. Deswegen verzögert sich der Wahlgang und wir werden den Wahlgang natürlich nicht schließen, bis die entsprechenden Personen wieder mit einer funktionierenden Karte kommen. Das habe ich ja gesagt, Sie müssen die Enter-Taste drücken, ne? Solange Sie die Enter-Taste nicht gedrückt haben und Sie können nicht, nein, das kann nicht funktionieren. Ja. Gut, wir können das gleich mal ausprobieren, kommen Sie mal an die Seite, wir können das auslesen. Die obere Taste, die Taste über dem roten C ist die Enter-Taste, das hatte ich schon mal angesagt. Ich breche den Wahlgang hiermit ab, weil wir jetzt natürlich die Gefahr haben, dass die Personen, die nach draußen gehen, ein zweites Mal abstimmen, sodass ich jetzt bitten würde, dass alle, deren Gerät nicht funktioniert, das jetzt beheben und dann starten wir einen neuen Wahlgang. Und vor allen Dingen bitte nochmal die Anmerkung, das Gerät ist unabhängig von der Stimmkarte. Sie können... Das würden wir aber sehen an der Menge. Zu initialisieren. Wenn ich jetzt also mein Gerät, jetzt haben Sie alle ein blinkendes Grün. Wenn man
die Karte noch nicht drin hat, blinkt bei mir jedenfalls die oberste Lampe grün. Wenn ich die Karte jetzt einschiebe, habe ich ein permanentes Grün. Jetzt suche ich mir eine der Zahlen aus. Ich nehme mal in dem Falle die 14 und tippe jetzt einfach auf 1 und 4. Und jetzt habe ich die 14 im Display. Bei Ihnen ist es vielleicht eine andere Zahl. Und jetzt drücke ich auf die Taste mit diesem kleinen Haken oberhalb des roten Cs. Jetzt hat es bei mir einmal rot geblinkt. Und damit ist das Abstimmen, oder für mich jedenfalls, diese Abstimmung beendet. Jetzt können wir ja nochmal das Probe aufs Exempel machen. Ich habe meine Karte rausgezogen. Jetzt blinkt mein Gerät immer noch grün, weil dieses Gerät natürlich für diesen Abstimmungsvorgang immer noch initialisiert ist. Ich würde jetzt mal gerne das Gerät vom Kollegen Baselow einfach nehmen, ziehe seine Karte raus. Das Gerät vom Kollegen Baselow blinkt auch grün. Wenn ich jetzt meine Karte einschiebe, habe ich ein permanentes Grün. Das Gerät suggeriert also, ich könnte jetzt nochmal abstimmen. Aber es wird nur die erste Stimme, die jetzt nach oben geschickt wird, gezählt. Das System ist also so, beziehungsweise, mir wird gerade, Entschuldigung, das war jetzt mein Fehler, ins Ohr geflüstert, die letzte Stimme. Sie können sich also, solange dieses Voting gerade läuft, solange der Wahlgang noch nicht geschlossen ist, permanent umentscheiden. Die letzte Stimme, die vor Schließung des Wahlganges nach oben geschickt würde, ist dann die, die endgültig zählt, das heißt, die davorigen werden im System überschrieben. Ich hoffe, das hat soweit jeder verstanden. Jetzt habe ich auch meine Meinung geändert. Ich nehme jetzt nicht mehr die 14, sondern ich nehme jetzt einfach mal den Punkt 1, die Euro-Krise, weil das uns alle sehr beschäftigt. Ich drücke jetzt auf 1, ich drücke auf Eingabe, es kommt rot und damit habe ich jetzt meine vorherige Abstimmung überschrieben und das ist das, was jetzt zählt. Wir sehen jetzt mittlerweile, dass wir bei 2800 und einige kommen noch mit dazu, Stimmen angekommen sind. Wie ich eben schon sagte, das deckt sich im Groben mit den Anwesen und ja, Sie müssen doch das Gerät nicht tauschen, nehmen Sie doch ein anderes Gerät. Nehmen Sie mein Gerät. Sie können es doch mit jedem Gerät verwenden. Nein, wenn ein Gerät nicht funktioniert, nehmen Sie das Gerät Ihres Sitznachbarn. Das Gerät ist nichts anderes als die Urne. Und das ist der Stimmzettel. Natürlich, ich habe es doch gerade vorgeführt, dass es funktioniert. Nur der Kollege hat ein Gerät, was nicht funktioniert, konnte also nicht abstimmen. Jetzt geben Sie ihm doch mal sein Gerät und jetzt soll er seine Abstimmung machen. Leicht angespannt. Nein. Ja. Die Karte ist initialisiert. So, jetzt warten wir hier noch ganz vorne. Es funktioniert. Sehen Sie, alles gut. Nein, können Sie nicht. Ich habe so gerade gesagt, die Abstimmung wird überschrieben. Sie können so viel abstimmen in einem Wahlgang, wie Sie wollen, aber nur die letzte von Ihnen eingegebene Stimme ist die, die auch wirklich im System zählt. Aber gut, wir können vielen Dank für die Erklärung. Im Augengespräch klären. Ich würde an dieser Stelle den Wahlgang schließen. So, dann stelle ich fest, dass 2954 Stimmberechtigte gerade im Saal waren und ihre Stimme hier abgegeben haben. Ich stelle auch fest, um das noch nachzuholen, dass wir damit selbstverständlich beschlussfähig sind. Aber hat er dafür gefallen? Wir treten daher nunmehr ein in die elektronische Abstimmung des. Er sollte gleich auf der Wand erscheinen.
So, der Antrag ist vorne erschienen. Antrag Herr Glaser, wie eben verlesen. Wer dem Antrag zustimmen möchte, der tippt die 1 ein. Wer dem Antrag widerspricht, tippt 2 ein. Und wer sich enthalten möchte, votiert mit 3. Ich bitte die Sicherheit, während dieses Abstimmungsvorganges keine neuen Stimmberechtigten mehr in den Saal zu lassen. Aber der Tipp stimmt. Abstimmung wird gestartet. Gerade wieder. Schon da. Ich begrenze die Abstimmung auf weitere 30 Sekunden. Bitte entscheiden Sie sich in den nächsten 30 Sekunden. Sachantrag, der liegt nicht vor. Und wenn Sie versuchen wollen, mit einer solchen Bestätigung einen möglichen Beschlussmangel aus Bremen zu heilen, so wäre das ein Satz, eine Satzungsänderung. Und diese Satzungsänderung bedarf einer Antragsfrist von 3 Wochen. Und diese Antragsfrist haben Sie heute nicht gewährt und deswegen ist auch ein solcher Dringlichkeitsantrag unzulässig. Können Sie nachlesen? Zweitens, die Beschlussfassung ist absolut notwendig, da wir wissen müssen, auf welcher Grundlage die Vorsitzenden gewählt werden. Dankeschön. Welchen Antrag meinen Sie jetzt, welcher soll nochmal abgestimmt werden? Das ist der Tagesordnungspunkt 18, Seite 27 von 44, Anträge zur Tagesordnung. Ausgedruckt von Ihrer Homepage. Dankeschön. Auf Seite 22 steht 27. Auf Seite 27